Man ist fester Überzeugung, es gibt einen Schuldigen. Das ist natürlich nicht nur ein deutsches System, das ist Whodunit, nicht? Und so weiter. Man muss denjenigen finden, den man entweder ins Wasser werfen kann oder auf dem Scheiterhaufen verbrennen kann oder zu sagen, das ist jetzt der Schuldige, jetzt haben wir es und dann haben wir unsere Zufriedenheit und können uns an den Sonntagsbraten setzen und die Welt ist wieder in Ordnung. Also ich meine, dass das, oder stell mir vor, dass es daher kommt, jedenfalls würde das für mich Sinn machen. Wo kommt das nur her? Die Voraussetzung ist, es gibt einen Schuldigen. Ja, wer macht denn diese Voraussetzung? Oder vielleicht, naja, also, das ist das Sonntagssystem. Schön, die Tatorte laufen jetzt auch montags und dienstags. Ich habe das System noch nicht so genau verstanden. Aber was der Hintergrund ist, wir sind in einem Schema drin und dann muss es auch so laufen, sonst sind die Leute völlig sauer, wenn man dann sagt, zum Beispiel, um dieses Bild aufzubauen, nicht? Irgendwie, hallo, könnte nicht der Kommissar das jetzt selber sein, der Schuldige, der gesucht wird? Sowas würde ich interessant finden. Und dann kommt man dazu und sagt, ey, Kommissar oder Kommissarin, nicht? Du bist Schuldige. Und dann mitten in den Dreharbeiten wird der dann gefesselt, abgeführt, ins Wasser geschmissen oder sonst was. Das würde ich richtig gut finden. Da würde ich auch mal wieder gucken. Man muss den Zuschauer beteiligen, da muss ich selbst Fragen stellen können und so. Was läuft hier eigentlich? Was ist hier eigentlich los? Und da muss er wach sein, den muss man wach machen. Also du sagst, ich habe eine Stunde, um mal einen Tatort zu machen nach meiner Vorstellung. Also da würde ich nicht das System bedienen, sondern würde mein eigenes System aufmachen, um den Zuschauer überhaupt mal wach zu kriegen, der da auf seinem Sofa sitzt und sich eine Batterie Bier schon mal hingestellt hat. Sondern, dass der mal richtig guckt, dass der angesprochen wird. Also ich sage immer, ein Filmteam, was wirklich den Zuschauer erreichen will, der muss auf Augenhöhe vom Zuschauer sein und der muss sich wohl oben das System wirken lassen auf den Zuschauer. Der soll das mal gefälligst so aufnehmen, sondern der soll den gewinnen. Und dieses Film auf Augenhöhe mit dem Zuschauer, das wäre also mein System. Dazu reicht eine Stunde natürlich dicke, aber wie macht man das? Indem man jetzt Bilder schafft oder aufnimmt, was gerade passiert, da läuft jemand längs, gehört der jetzt dazu, ist er einer der Täter, das wird nicht gesagt. Auf der Straße winkt jemand runter, was soll denn das jetzt bedeuten? Ist das jetzt irgendwie eine Rolle? Da muss man halt eben gucken. Oder aber es fährt ein Boot vorbei, was sowieso meine Lieblingsidee ist. In Hamburg gehört Boote dazu im Hintergrund, die immer so von einem dieser Untertatorte hin und her fahren und dann mal ein Dampfer dazwischen, dann mal irgendwie so ein Kanu oder so ein Zwölfer-Kanu, sieht auch toll aus, toll, Zwölfer-Paddelboot und so weiter. Und da muss man sich fragen, ey, was ist das jetzt? Sind das alles mögliche Täter, die zwölf, die da paddeln im Boot oder so? Muss man ja nicht bewusst machen, aber man muss sagen, muss man hin und her gucken in diesen Bildern. Da würde ich meinen Spaß dran haben und ich wette, es gibt genug Zuschauer, die auch sagen, also ich bediene jetzt nicht das System, die Erwartungshaltung von mir, ich soll zum Schluss sagen, oh, der war das, also das ist aber interessant, darauf wäre ich gar nicht gekommen, das muss mir gesagt werden, das ist ja so, das muss mir gesagt werden. Und man folgt wie dem Lehrer in der Klasse das, was der Lehrer verhackt stückt. Oder vielleicht auch mal so ein Tatort drehen, wo man sich sagt, hallo, der mögliche Anführungszeichen, Schuldige, das sind vielleicht Leute, die Gesellschaft, die ihren Anteil daran hat. Die Gesellschaft bin ich ja auch, der Zuschauer. Also das muss man dann entsprechen. Es soll ja nach meiner Theorie nicht über Worte laufen, sondern vor allen Dingen über Bilder, die man sieht. Über Action bei Dokumentargeschichten ist doch immer was los. Der soll mit aber sagen, ja, die Gesellschaft, bin ich ja irgendwie doch, gehöre ich dazu. Also man braucht das Wort Gesellschaft gar nicht zu gebrauchen, sondern auch du, Zuschauer, hast einen Anteil an dem, was passiert ist. Und dann kommt man von diesem Entweder-Oder-Prinzip. Entweder ist er ein Held oder aber er ist der Täter und die Zuschauer sind die Opfer, die
dann immer brav das abnicken müssen. Das ist ja ein einziges Abnicken, was man bei einem Normalo-Tatort macht, nicht? Ah ja, ah gut, dass mir das gesagt wird. Ach nee, das ist ja interessant, das ist ja doch nicht so. Aber nein und so weiter. Eine absolute passive Geschichte und das nenne ich abnicken. Tatorte werden abgenickt, soweit ich das weiß und soweit ich die gesehen habe.